Hallo Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich euch dieses Projekt vorstellen und eigentlich hätte dieses Video ein relativ langes Video werden sollen. Als ich aber dann feststellte, als ich das Video machen wollte, dass die ganzen Videodateien nicht lesbar waren, fiel das ganze Making-of somit direkt ins Wasser. Deswegen jetzt einen kurzen Moment der Stille. Und Mitleidsbekundungen wie immer gern in die Kommentarsektion schreiben. Ich fand das Projekt aber an sich wirklich schön geworden, deswegen erzähle ich euch zumindest, was ich gemacht habe. Und ja, dann könnt ihr das, wenn ihr möchtet, auch zu Hause jederzeit nachmachen. Zunächst, der Ablauf ist relativ ähnlich zu diesem Projekt. Das Video ist auf unserem Kanal, also wer das noch nicht gesehen haben soll, der schaut einfach mal vorbei. Ist prinzipiell genau derselbe. Ja, selben Prozess, nur andere Farben, wie ihr sehen könnt, aber sonst genau gleich. Von der Silikonform her ist es diese gewesen, die gibt es auch bei uns auf der Homepage und könnt ihr entsprechend als Untersätze benutzen oder könnt sogar Fliesen draus machen, was immer ihr möchtet. Ist also eine wirklich schöne Größe. Könntet auch hier sogar, wenn ihr möchtet, solche Griffe dran machen oder wenn ihr es als Tablett benutzen wollt, alles möglich. So, zunächst im ersten Schritt auch wieder Sand angemischt und etwas von dem Resin, damit man die Sandsektion bekommt, in die Form rein und erstmal anhärten oder aushärten lassen. Und dann geht es weiter mit dem Wasserteil und den Pigmenten. Auch hier ist wieder Glitter drin, wie ihr sehen könnt auf der Unterseite. Der Glitter setzt sich immer relativ nach unten. Das heißt, habt das so ein bisschen mit im Hinterkopf, wenn ihr Glitter in euer Resin mischt, dass nicht alles davon auch wirklich auf der Oberfläche bleibt. Ist bei diesem Projekt hier genauso. Hier ist es wirklich viel, viel Glitter an der Unterseite. Und auf der Oberseite glitzert es dann so, wie man es haben möchte. Ich hoffe, ihr könnt das in der Kamera auch wirklich gut sehen. Ansonsten sind hier dann drei Schichten Resin drauf. Also die erste Schicht mit der ersten Andeutung von Wasser. In diesem Falle hier ein Violett und ein Metallic Rosa gewesen, da auch schon die erste Schicht mit den Wellen drauf, danach, als es ausgehärtet war, eine klare Schicht mit Resin über alles drüber und nochmal ein paar Wellen drauf und je nachdem, wie gut oder schlecht das Ganze dann funktioniert hat, also ob eure Wellen wieder Richtung Mitte gewandert sind, wie auch ja, bei diesem Bild hier passiert, das sind hier die Wellen von außen wieder nach innen gewandert, das liegt an den Silikonformen und wenn man so ungeduldig ist wie ich zum Beispiel, dann habe ich hier noch eine dritte Schicht mit Resin drauf gemacht, eine dünne, noch so ein bisschen Welleneffekt zu bekommen. Für meinen Geschmack an sich etwas zu viel Weißwelle jetzt auf diesem Bild, aber so war es dann nun mal geworden. Auf dem Sand hatte ich dann auch noch kleine Muscheln und so ja, Dekosteinchen mit angebracht. Insgesamt finde ich es wirklich hübsch. Kann man natürlich auch auf Leinwand machen, das wäre jetzt so eine Variante zum Beispiel. Ist eine 40x40 cm Leinwand. Den Sand habe ich hier aber nicht mit Resin angemischt, sondern mit PVA-Leim. Hierfür gibt es auf jeden Fall auch ein Video auf unserem Kanal, wenn ihr diese Methode mal anschauen möchtet. Der Sand fasst sich auch richtig schön samtig an, kann Dekomaterial draufbringen und dann entsprechend die Wasserfläche mit Resin. Wem jetzt vielleicht lila und pink zu abgefahren sein sollte, ne? Das ist wie ein Meer bei Nacht, vielleicht an der hawaiianischen Küste, weil der Sand dort schwarz ist, kann natürlich auch Standard Blau nehmen. Auch hier habe ich etwas vorbereitet und wäre dann zum Beispiel dieser Look. Was ich hier ziemlich cool fand, war diese kleine Flasche mit Sand und einer Nachricht drin. Kann man mitmachen, so als kleine Flaschenpost, Überraschung, Einkaufsliste, was immer ihr möchtet. Aber so könnt ihr verschiedene Looks erstellen für Strandbilder eurer Wahl, um euch etwas Urlaub nach Hause zu bringen. Ja, aber zu diesem Projekt zurück. Wie gesagt, ich hätte euch gerne wirklich gezeigt, Schritt für Schritt, wie ich das gemacht habe. Leider waren dann so anderthalb Stunden Filmmaterial futsch und kann euch nur das Ergebnis zeigen. Ich filme gleich nochmal drüber, dann seht ihr auch nochmal das Ganze im Close-up. Das Ganze ist auch relativ dick geworden. Man kann das natürlich auch viel, viel dünner halten. Wenn ihr es als Untersetzer nehmen möchtet, achtet auch darauf, dass ihr das hitzebeständige Resin benutzt. Sollte jetzt keine warmen Sachen draufgestellt werden, könnt ihr auch andere Resins benutzen. Das hier war jetzt das ganz normale Resin. Oder ihr nehmt unser
T-Resin, das ist etwas härter und kratzfester, wenn ihr ja irgendwas draufstellen, anrichten, was auch immer möchtet. So viel an sich für dieses Projekt. Leider, wie gesagt, nur die Kurzform. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß damit. Die Idee gefällt euch vielleicht, auch mal eine andere Farbkombination zu benutzen. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Und ob ich nochmal sowas machen soll. Vielleicht, ob ihr auch Wunschfarben habt, mit sowas mal zu versuchen. Sei es für den Sand, für das Wasser oder generell. Bin ich ja immer offen für Ideen. Ansonsten, wenn ihr es nachmachen wollt, wie immer alles bei uns auf der Homepage zu erhalten. Da könnt ihr eure Fantasie freien Lauf lassen. Ich auf jeden Fall wünsche euch ganz viel Spaß beim Kreieren und bis bald.